Deswegen. Es ist 9:45 Uhr. Mups. Und ich muss jetzt erstmal eine Pizza machen. So, das ist jetzt die Salami-Pizza. Soll anscheinend sehr geil sein. Hier von dieser Firma Pizzatainment. Hier ist Magen Luigi drauf. Ich dachte erstmal am Anfang, das ist jetzt voll der Fake und so weiter. Aber nee, anscheinend nicht. Hier kann man anscheinend auch was gewinnen. Hier, falls ich gewinne. Als ob ich verlose. Also wird's lecker. Ja, dann ist es halt die richtige Art und Weise. Aber, ja, als ob ich vorheize. Jetzt mal Real Talk. Wer vorheizt, ist komisch. Ich heize nie vor. Brennwert, falls es euch interessiert. Hier, sehr viele Kalorien. Hat 3,99 € gekostet für mich. Und jetzt packe ich das aus. Also, ich muss schon mal sagen, das sieht sehr würzig aus. Also, das ist jetzt natürlich gekühlt, ne? Das ist jetzt nicht im Ofen gewesen. Das sieht man hoffentlich. Sieht sehr gut aus. Ich habe schon tatsächlich schon die Käsepizza gegessen. Aber dazu werde ich auch gleich kurz was sagen. Aber erstmal geht es hier rum. Keine Magerfiguren, wie man sich das vielleicht dachte, aber bin ich ehrlich, ist egal. Alter, hier sind aber viele Salami-Stücke, sehe ich gerade. Oh. So, man macht es dann hier rein, so mittig ungefähr, das ist sehr gut. Dann drücke ich hier auf Start. So, und schon ist die heftige Magerpizza fertig. Und ich muss sagen, yo, ich hätte vielleicht wirklich vorheizen müssen, aber das sieht schon wirklich geil aus. Ich meine, schaut euch das an, das sieht echt genießbar aus. Normalerweise so von der Dr. Oetker Pizza, jetzt nur Product Placement, aber ja, das sieht einfach so aus wie eine flache, eklige Salami-Pizza, aber jetzt hier so. Ich muss auch sagen, ich finde es geil, wie flauschig das ist. Das habe ich auch an einer Käsepizza geil gefunden. Das wollte ich eigentlich noch sagen, bevor ich das hier probiere, will ich noch kurz sagen, ich habe die Käsepizza so geil gefunden, ist eine 9 von 10, diese Süße und so weiter. Aber nun gut, das wollte ich nur kurz nebenbei gesagt haben. Was ist das hier eigentlich? Sind das Tomatenstücke oder sowas? Warte mal, ich probiere. Ja. Das ist Speck! Mmh. Also, Salami-Explosion. Ja, geil. Erstmal probieren. Also, wow. Einfach nur wow. Also wirklich dieser Geschmack, das ist so, die ist so intensiv. Ich feiere das wirklich. Also das ist wirklich auch eine 9 von 10. Also wirklich diese Salami-Explosion, das spürt ihr wirklich so in den Mund. Das ist so, boah. Mmh. Ja, was willst du jetzt? Aber ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich geiler finde. Entweder die Salami oder die Käsepizza. Also jede von den zweien hat irgendwie seine eigene Art, irgendwie seine eigene Geilheit. Sag ich jetzt einfach mal so. Also beide haben auf jeden Fall 9 von 10 verdient. Und es ist so fluffig. Zugegeben, hätte ein bisschen länger drin sein müssen, aber es ist geil und würde es jedem empfehlen. Deswegen, ich muss sagen, der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt für das, was ihr bekommt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und übrigens, falls ihr die Käsepizza auch noch sehen wollt, wie sie reviewed, halt, dann schaut einfach hier in die Videobeschreibung rein oder oben auf das i klicken, weil ja, Tobi hat das auf jeden Fall besser gemacht als ich. Also erstmal Real Talk, Leute. Ich glaube, sein Review war viel professioneller, aber ist mir auch egal. Deswegen guten Appetit. Ciao.